So Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy Tactics Advance. Oh yeah, im letzten Part haben wir gemerkt, dass wir jede Menge neue Missionen erreichen können, erhalten haben, wie auch immer, machen können. Das wollte ich sagen, Dankeschön. So, ich habe ein, zwei Einheiten, eine neue Waffe gegeben, damit die jeweils etwas Neues lernen können. Mehr ist nicht passiert. Die meisten unserer Einheiten sind ja eh noch auf Missionen. Wir gehen nochmal ganz kurz in die Taverne, um zu gucken, was wir da für Missionen gerade laufen haben. Gesucht, das war da. Also wir haben genug auf jeden Fall, wo wir kämpfen müssen. Boah, wie wir davon genug haben. Wo gehen wir denn mal als erstes hin? Da ins Jugs. Lini Koringwald. Oder wo auch immer der hier ist. Keine Ahnung jetzt, egal. Gut, dann schauen wir doch erstmal, was am nächsten ist. Ich glaube, der Koringwald, ne? Der ist nämlich direkt nebenan. Ja, dann machen wir die Turmruinen. Aber nur wenn, muss man ganz kurz gucken, nur wenn Lini natürlich nicht auf einer Quest ist. Nein, ist er nicht, umso besser. Was für Gesetze haben wir heute aktiv? Schlagringe und Scharfschießen. Ich glaube, davon haben wir keinen. Ist in Ordnung. Kampf. Oha. Das sind nicht gerade wenige Monster, wenn ich das mal so unparteiisch sagen dürfte. Was war das nochmal? Hoppla, was war das nochmal? Schlagringe und Scharfschießen ist in Ordnung. So, Bellini nicht, sondern als erstes natürlich erstmal unseren lieben Lini. Ich weiß nicht, ob der was anderes sagt. Bellini und Lini, das fällt mir jetzt erst auf. Oh mein Gott! Plot-Twin! Ne, nicht wirklich. What a twist! Jedenfalls, die sind bestimmt irgendwie verwandt. Auch Sini noch und Juris, weil Zombies, weil Monster. Und den schicken wir auch gleich mal ins Rennen, denn nach diesem Kampf sollte er dann tatsächlich endlich ein Alchemist werden können. Dann können wir auch mit dieser Alchemisten-Mission machen. Gefecht beginnen, jawohl. Gaul 2, Kupo. Wir sollten auch Helden sein, Kupo. Du bist doch der Held. Du bist Lini, der Held aus den Sagen, von dem berichtet wird. Oder du bist vielleicht nur irgendein Nachfahre oder irgendwie stolze Eltern wollten einfach ihr Kind nach einer Legende benennen. Das kann natürlich auch sein. Das heißt, es ist verliert jetzt wieder ein Erwecknis. Aber nein, nicht wirklich. Lini ist trotzdem cool und wir werden ihm seinen Auftritt gönnen. Hallo, du hast Konter, das ist mir egal, Alter. Du triffst sowieso dich und wenn, hast du nicht viel Schaden. Siehst du, habe ich so gesagt, wahrscheinlich hat er doch viel Schaden gemacht, aber er trifft auf jeden Fall nicht. So, Dean, möchtest du denn mal ran? Wahrscheinlich kommt er eh nicht an den Goblin, ne? Nicht wahr? Nein, selbstredend nicht. Nun gut. Haben wir ihn noch hier? Kann der irgendwann an irgendwen rankommen? Schauen wir doch direkt mal nach. Nein, nicht wirklich. Nicht so ganz. Gut, dann wartet er ebenfalls. Und da oben kommen die ganzen anderen Gegner hoch. Die sollten... Ich habe das Gefühl, diese Quest wird relativ leicht. Hm? Ich würde sagen, der kommt von so weit da ran. Die sind zwar höheres Level als wir, aber das ist, glaube ich, nicht sonderlich wichtig. Oha. Das war gar nicht mal so wenig Schaden. Goblin Heap. Kann ich nicht sogar auch Goblin Heap lernen als Blaumagier? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kontert er. Bam. Ah, er schlägt er daneben. Das ist aber schade. Zu schade. Too bad. Too bad. So, Orsini öffnet den Kampf erstmal, wie er es gerne tut, und zwar mit einem Frostblinken diesmal. Also mit einem netten, hallo, ich treffe euch alle Magie. Ich hatte damals einen menschlichen Illusionisten. Ich glaube, ich hätte von Anfang an einen Lumo-Illusionisten nehmen sollen, wenn ich bedenke, wie unglaublich viel Schaden der mit seiner Illusion Trugbildmagie macht. Bam. Also die Menschen haben da... Ach, verdammt. Daran hätte ich denken sollen, dass der Drache davon keinen Schaden kriegt. Ich bin doch ein Trötel. Ein Trötel, das gibt es. Nun gut, wenn wir jetzt treffen, könnte der Goblin aber schon eventuell ins Gras beißen. Wir springen nämlich einfach auf ihn drauf. Jawohl, 50% nur, aber 50% sind immerhin 50%. Und wir, bam, treffen. Schön. Gute Arbeit, Bellini. Hier, den Richterpunkt hast du dir redlich verdient. Gut, und Lini als allerletztes dran. Das ist natürlich etwas traurig. Hast du irgendwas anderes, was du machen kannst? Für den seltenen Objekt der griechischen Einheit. Ne, Muggelhilfe. Irgendwas, was wir machen können, was hier noch Schutz bietet oder so. Ja, guck mal hier. Den Muggelschutz. Dann mach das mal. Muggelschutz aktivieren. Highspeed Plucket B. Brang. 10 Erfahrungspunkte gewonnen und einmal bitte schön in die richtige Richtung legen. Idigina. Interessanter Name für einen Drachen. Bis der hier oben ankommt, sind die anderen wahrscheinlich alle schon kaputt. Nein, doch, wir haben den Würmtöter. Willst du das wirklich tun, mein Freund? Ich glaube, ich habe Konter auf... Oh. Oha. Nee, ich habe nicht Konter auf Bellini, oder? Ich weiß gar nicht, was ich was habe. Auf jeden Fall... Hoffentlich irgendeine Reaktionsfähigkeit habe ich doch, oder? Enters habe ich gerade eben gelesen. Aber die bringt uns ja leider in diesem Zusammenhang nichts, denn wir sind nicht in unserem kritischen Bereich gekommen. Insofern
ist es nicht so schön, dass sie uns jetzt nicht gebracht hat, weil sonst wären wir im kritischen Bereich und das wäre doch relativ, Achtung, kritisch. Ja, in der Tat wäre es das gewesen und das möchte ich doch möglichst vermeiden, wenn wir es schon vermeiden können. Und deswegen schnappen wir uns einfach mal den Drachen da, wie ein Pokémon. Nur 40% nur, oh, naja. Aber vielleicht klappt's ja. Los, Pokéball! Oh, es hat geklappt. Nice. 2 Erfahrungspunkte gewonnen. Gut, und die sind auf jeden Fall auch weit genug weg, dass sie da nicht rankommen. Schauen wir doch mal. Was können wir denn hier so Nettes machen? Verwirren könnten wir doch jemanden wieder, oder? Dich. Auch nur 40%. Egal, wir versuchen mal. Wir haben ja gerade eben schon Glück gehabt mit 40%. Dann haben wir es vielleicht jetzt auch. Nein. Der Ball hat ihn zwar voll getroffen, aber er hat ihn scheinbar nicht verwirrt. Naja, warum sollte es auch ein kleines Gummibällchen, sage ich mal, ist es ja nur gewesen. Hallöchen, unser lieber Juris. Mastramagie, nützt dir was bei denen? Oh ja. Und wie sie das tut, zieht ihn nämlich quasi über 100 ab. Bam, und voll getauscht. Schön, gute Arbeit, nur 4 Erfahrungspunkte. Das war nicht gerade viel. Ist der schon so ein hohes Level, der Juris? Muss ich gleich mal schauen. Könnte ich mir gut vorstellen. Der ist, wird natürlich jetzt wieder nicht angezeigt. Flammenattacke! Das können wir leider nicht lernen. Du kleine Bombe könntest dich aber einfach mal hochjagen. Das können wir definitiv lernen. Ah, ich weiß schon, was ich als nächstes übernehmen werde. Für ein Monster. Die Morbols, das sind diese grünen, beziehungsweise manchmal auch lilanen Dinger mit den ganz vielen Augen. Die können wir leider noch nicht kontrollieren. Wobei wir von denen auch noch eine nette Fähigkeit lernen können. Glaube ich jedenfalls. Den da möchte ich noch nicht killen, den Drachen, weil vielleicht... Ja, super, und ich komme ja natürlich an nichts dran. Duh. Weil vielleicht haben wir eine Fähigkeit, die wir lernen können damit. Deswegen werde ich einfach mal mit unserer ganzen Kraft auf die Monsterchen da unten gehen. Kann ich wieder irgendwas anspringen? Ja, kann ich in der Tat sogar. Auf den Bobol oder Morbol. Irgendwie so heißen die auf jeden Fall, meine ich, in Erinnerung zu haben. Und bam! Wow, das muss ganz schön wehtun, wenn so ein Typ von kilometerweit oben auf einen drauf fällt. Ja gut, ich glaube nicht, dass Lini hier noch zu irgendwas Großartigem kommen wird. Denn der ist nicht mehr wirklich dazu in der Lage, an den Gegner überhaupt heranzukommen. Er bleibt die ganze Zeit hinten. Armer Lini, dabei ist es doch deine Quest. Es sollte doch deine große Stunde werden. Was ist hier nur los? Würde True jetzt wieder sagen, Nidigina. Das ist bestimmt jetzt wieder ein Feueratem, oder du Fieser? Ja, das war doch zu erwarten. Das macht doch relativ viel Schaden. Aber vielleicht weicht unser lieber Wattu ja wieder auf. Ich finde, Wattu ist übrigens ein ziemlich cooler Name für so einen Jongleur. Das sieht aber, wollte gerade sagen, nicht so aus. Bitte ausweichen, dann hätte das wahrscheinlich schon sehr viel früher aufgeploppt. Bla. Dürfen wir jetzt eigentlich mit ihm aber was machen? Nicht so wirklich, ne? Wurde jetzt einfach übersprungen? Dann haben wir uns den einfach nochmal. Kann dir nicht schaden. Ja, der wurde einfach übersprungen, scheinbar. Wieso auch immer. Oder ich habe irgendwie aus Versehen seinen Fluch aufgehoben, indem ich ihn angegriffen habe. Wobei, ich glaube, das ist gar nicht so möglich. 2 Erfahrungspunkte. Mensch, bitte nicht zu viel. Nicht zu viel. Auf einen Schlag könnte ja irgendwie effektiv sein. So, lieber Wattu, sei mal mutig und kämpfe mit dem Drachen 1:1. Crit! Schade, ich dachte, er fällt dann runter, wobei ich glaube, man kann auf diese Büsche dort gar nicht drauf fallen. So, jetzt aber. Schau mal, was hast du denn so Schönes? Eiswürm, Eisatem. Ja, super. Das kann er, glaube ich, nicht lernen, der Blaumerge. Dafür sind ja unsere Dragoons Vibellini. Die sind dazu fähig. So, stellen wir einfach mal da irgendwo hin. Schade. Nun gut, du hast aber jetzt die Ehre, lieber Feuerball, dich mal in die Luft zu jagen, indem du neben uns stehst. Das wäre... Oh. Nein, 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 nein. Den heile ich damit. Okay, dann mache ich es anders. Dann werde ich erstmal den hier abmurksen damit. Dam, badam. Naja, reicht natürlich nicht. Reicht natürlich nicht. Es reicht nicht. Nein, es reicht nicht. 4 Erfahrungspunkte auf jeden Fall gewonnen. Schön. Der Morbol Atalkais. Interessanter Name. Ich habe zuerst Atlantis gelesen. Aber nein, nützt ebenfalls nichts. Hallöchen. Statusschwäche. Was hast du mit mir vor? Mundgeruch. Haben wir das schon gelernt? Ich glaube nämlich genau das ist die Fähigkeit. Frosch, was zur Hölle? Das macht Frosch. Stand. Ach so, zufällig. Ah, das jedenfalls können wir, glaube ich, als Blaumagier auch lernen. Super schmeichelhaft, so von wegen Mundgeruch. Hier, los, Juris. Und schon sind alle Gegner Fröschchen oder irgendwas anderes. Zufälliges war das, glaube ich, ne? Die Mission dauert schon länger, als sie dauern müsste. Aber ich komme natürlich hier wieder mal an niemanden ran. Kannst du wieder Trugbildmagie einsetzen? Nein, kannst du nicht. Du musst noch ein Zügchen warten. Und mit deiner Schwarzmagie kommst du auch nicht so wirklich dran. Hallöchen, Igina. Oder Idiga. Regina nenne ich dich jetzt einfach. Wie wäre es denn mit einem netten Würmtöter zum Abschluss? Das sollte dir doch bitte... Ja, sollte ausreichen, wenn ich treffe. Würmtöter! Bam, jetzt wieder die epische Animation mit dem krassen Schwert. Und es... Bam, sticht 100. Das ist doch mal Schaden, den man gerne sieht. 8 Erfahrungspunkte und einen Richterpunkt für Bellini.
Hallöchen, apropos Bellini. Lini ist jetzt auch mal wieder dran. Und man sehe und staune, er kann tatsächlich sogar mal einen Angriff auf einen Gegner starten. Aber natürlich nicht auf den, den ich gerne angreifen würde. Nun gut, greife ich halt die Bombe an. Bam! Ich glaube auch nicht, dass ich nochmal dazu kommen werde, die Bombe zu übernehmen, bevor sie sich in die Luft sprengt, sagte er und kommt nochmal dazu, die Bombe eventuell zu übernehmen, bevor sie sich in die Luft sprengt. Dööö. So, Bombe. Einmal bitte übernehmen. Oh, 45 nur, das klappt doch garantiert nicht. Ich weiß, dass es eben auch schon geklappt, aber das wäre jetzt wichtig. Und wenn es wichtig ist, klappt es vorzugsweise natürlich nicht, wie man gerade gesehen hat. Effizient, nochmal schön bewiesen. Danke, vielen Dank für gar nichts. So, hallöchen, kleiner Eisdrache. Bevor wir dich vergessen, das wollen wir ja nicht, wollen wir auch schon gründlich sagen, erstmal dich aus dem Weg räumen. So, die Würms, also die Drachen, wie auch immer, wären jetzt schon mal kaputt. Dahin, dahin wären sie. Da-bam-ba-bam, hallo Richterchen. Aber was machst du jetzt schon wieder? Ach, du musst noch ein paar Drachengebeine weglegen. Dann mach das mal. Viel Spaß dabei und viel Erfolg. Überanstreng dich nicht. Romuel. Schon wieder dein komischer Feueratem. Geht doch nicht immer weiter weg. Aber sobald Orsini dran ist, hat er sowieso wieder seine Trugbildmagie verfügbar. Und dann könnte er mit einem Schlag beide Überlebende down kriegen. Hoffentlich ist er jetzt mal dran. Ja, danke schön. Genau damit habe ich doch, darauf habe ich doch plädiert. Mach mal Sturm. Hat man schon eine Weile nicht mehr. Sturm! Bam! Und alles geht in Rauch auf, beziehungsweise nein, in Wölkchen, Blitzen und Wind und alles geht kaputt auf jeden Fall. Bam, bam. Oh, das war weniger als erwartet. Hätte ich doch wieder Frostblink machen sollen. Das hat, glaube ich, nämlich eben ein bisschen mehr Schaden gemacht. Nun ja, auch nicht so wild. Ach ja, aber Tu ist hier auch noch da. Fröschchen, das ist so süß! Und wir machen einen Schaden. Quack. Mit der Zunge auf jeden Fall. Er springt ihn nicht an. Das ist schon mal interessant. Ja, schade, dass wir ihn nicht damit besiegt haben. Wahrscheinlich gehen die jetzt eh alle nach unten auf Fatu. Das heißt, der Kampf, ja, wird sich noch eine ganze Weile strecken. Lasst ihn in Ruhe. Mundgeruch nochmal. Ja, entfrosche ihn. Ich liebe Frösche zwar, aber wir brauchen unseren Fatu bei alter Stärke. Hat den jetzt verwirrt? Nee, er schläft. Jetzt haben wir ein schlafendes, kleines Fröschchen im Team. Das klingt doch süß. La 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 la. oh je, na gut, das mit der Bombe wird nichts mehr, also werden wir der Bombe einfach mal ein Ende bereiten. Kabom und Tschüssikowski. So, wenn als nächstes Lini dran ist, sollte er mit der Mugellanze auch dazu in der Lage sein, den Mobulbe unten zu besiegen. Dadididam-badam. Guck mal, er kommt sogar direkt dahin ohne Mugellanze, das ist ja schön zu sehen. Das freut mich sehr, da geht einem doch glatt das Herz auf. Und verwirrt ist er auch, er ist verwirrt, ist ein Frosch und schläft. Ein verwirrter, kleiner, schlafender Frosch also. Oh mein Gott, das klingt so süß. Aber wir sollten den Kampf schnell beenden, weil ich glaube, der liebe Watu kommt nicht so ganz auf seine Situation klar. Gao reist mit einem Mugelkubo, das wissen alle. Ja, du bist dieser Mugel, glaube ich, Lini. Aber ist ja auch egal. Vielleicht ist er so der typische Held, der Amnesie hat und sich an nichts erinnern kann. Lini, Kubo, Predator, 30 Endhast an Dean, Watu schleudern. Direkt wieder zwei neue Sachen gemeistert. Wunderbar, wunderbar. So, ich hoffe, mir will sich jetzt wieder niemand anschließen, weil ich nehme dich eh nicht an, wer auch immer du bist. Hallo, Thane. Nein, die eine ging traurig davon. Das hat keine Wirkung mehr, auch wenn ich es immer noch schlimm finde, dass es auch ausgerechnet so da beschrieben werden muss. Der Betörschuss gemeistert. Was hast du da? Gewehrkranz oder was stand da gerade, hat er gefunden? Muss ich gleich mal gucken, was das war. Zu viele Objekte. Ach so, und das ist so ein... Macht das für irgendwas anderes? Nochmal, was? Gewehr, das den Rückschluss absorbiert. Wie auch immer. Ein Schokobei, da haben wir. Upsala. Ein Schokobei, da haben wir mehrere von, weil wir die so ein paar Mal gemacht haben. Cassidy hier, Diamantrüstung. 50 Punkte, Talentstufe hoch und alle sind glücklich. Zu viele Objekte, bitte niemand, der sich anschließen will. Dankeschön. So, ich habe den Cursor verschnellt, das haben wir ja schon mitbekommen beim letzten Mal. Ich gehe mal kurz runter, um zu gucken, ob wir noch eine stärkere Waffe für unseren kleinen, für unser kleines Musketier haben oder ob er jetzt wieder da drauf hängen bleibt. Ja, wir können ihm immer noch dieses Giot-Gewehr geben. So, wo bist du denn, kleines Musketier? Da bist du ja, kleines Musketier. Einmal nach unten, bitteschön. So, wer hat noch was gemeistert? Watu hat was gemeistert, nämlich Schleudern. Ja, Hallöchen. Ballring hast du, glaube ich, noch nicht, oder? Nein, hast du noch nicht. Das ist gut. Und Dean hat jetzt auch endlich Endhast gemeistert. Das heißt, wir haben jetzt keine neue Waffe mehr, der irgendwas meistern kann. Das heißt, also, wie ich bereits gesagt habe, dass es heißt, ja, eventuell hat jemand, hat der ein oder andere schon mitbekommen, endlich ein Alchemist. Yay!
Alle Objekte abgelegt. Oh Gott, wie lange haben wir daran gedacht? Ich finde Alchemisten sind so cool. Gut, du kriegst natürlich die Kontrollfähigkeiten, wie ich bereits gesagt habe. Du hast dein Enters, du hast Immunität. Herrlich, herrlich. So, lernen wir irgendwas. Raspeln, Gift. Ja, meinetwegen, Gift ist okay. Gift ist okay, wie das klingt. Ich meine, ich habe noch ein paar Sachen, mit denen Alchemisten wie du etwas lernen können. Also ich weiß nicht, ob ich sie jetzt direkt dabei habe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich welche gesehen habe. Ich bin doch nicht doof. Nur ein bisschen und manchmal nur. So, hier wahrscheinlich nichts. Nein. Wartung, das war's, richtig. Noch irgendwas anderes? Nein, ich weiß zwar nicht, ob ich die Fähigkeit benutzen werde. Ich denke mal eher nicht, weil ich die anderen, die du da hast. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich finde sie bestimmt besser. Was für eine tolle Aussage. Aber ich möchte, dass du alles Mögliche meisterst, was du meistern kannst. So. Gift und Wartung. Was ist das für eine? Das ist Immunität. Bringt Resistenz gegen einige Statusschwächen. Und das sorgt dafür, dass ausgerüstete Objekte nicht geklaut oder zerstört werden. Ja, okay. Okay. Ist nicht schlecht, aber reiße ich mir jetzt kein Bein für aus, muss ich dann doch mal ehrlich behaupten. Was nochmal oben? Die Sachen. Okay. Gut. Und unten noch die Stiefelchen. Schön. So, aber wir haben jetzt natürlich noch das Ninja-Gewand, was wir irgendwem geben können, denn der hat jetzt Enters gemeistert. Schauen wir doch mal. Die Opal-Rüstung, ist die nicht besser gewesen? Ich wollte sagen, können wir demnächst auch nochmal einen geben. Muss man mal schauen, wem. Auf jeden Fall erstmal dieses Ninja-Zeug hier. Enters, lernt der Ninja selbst. Ja, wer hätte das gedacht? Lernt Marchstadt auch noch irgendwas mit seinen Dingens Durchschlag, Gegenkombo-Zeug? Ja, Gegenschlag. Okay, dann würde ich sagen, kriegst du das Ding jetzt mal. Du lernst ja, glaube ich, gerade nichts außer deine beiden Waffensachen. Ja, richtig. So, bitteschön, Ninja-Anzug. Enthas einmal für dich. Werden wir dir zwar ebenfalls nicht beibringen, aber auch hier das gleiche Thema. Ich möchte wenigstens, dass er sie beherrscht, damit ich später einen schönen Stern über sein Icon haben kann. Nice, gut. Das war jetzt viel Rumgerenne. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo die nächste Quest wäre. Da ist sie nicht. Wo ist die andere Wüste? Da oben wahrscheinlich dann, ne? Gesucht und Schatz... Ach, stimmt, wir haben ja noch Schatzjagden. Das habe ich ganz vergessen. Und wie immer ist zurück. Metalljagd, Luise. Das hätte mich jetzt auch schwerst enttäuscht, wenn du das nicht geschafft hättest, Luise. So, einmal bitte. Naja, mal wieder was zum Offscreen machen. Der Salika-Wald, Hallöchen. Einmal Schatzsuche, bitte. Schatzjagd. Welcher Schatz könnte hier verborgen liegen? Suche, suche, suche. Und es ist Weihwasser. Ja, herrlich. Das habe ich schon immer gewollt. Schatzjagd. Und welcher Schatz könnte hier verborgen liegen? Eine Eisenrüstung. Ja, Gott sei Dank haben wir die gefunden. Die hätte ich ja noch viel dringender benötigt. Ah. Geht da weg, ihr nervigen, dummen Einheiten. Hilf Vater, Beltran ist wieder da. Bombenpanzer. Ach, ey, ja, die können wir, glaube ich, noch gebrauchen. Und der hat das Grünzahnrad gemeistert. Zu viele Objekte zum Tragen. Den nehmen wir auf jeden Fall mit, weil da können wir andere Missionen noch mitmachen. Meine ich doch irgendwie in Erinnerung zu haben. Adamit, da, die kriegen wir so hinterhergeschmissen. Oh, wer möchte Mitglied werden, wer auch immer du bist? Goodwin! Tut mir leid, Goodwin. Die Einheit ging traurig davon, das tut mir auch leid, aber da können wir leider nichts machen. Unser Clan ist doch schon so gut besetzt. Wer ist denn dann noch weg? Leatherford, der kommt, glaube ich, nach zwei Gefechten erst wieder. Also jetzt nur nach einem Gefecht. Silberschweige, rote Feder, Chroma-Juwel, das klingt ja mal episch, aber das hatten wir noch nicht. Haben wir die überhaupt schon mal jemals hier im Kampf gesehen, die Fähigkeiten von dem Typen? Bringt Schlaf, aber wen trifft es? Ja, das ist immer so die Sache bei den Gauklern, die sind... relativ riskant, muss man da mal ehrlich dazu gestehen, aber was soll's. No risk, no fun, das ist unser Motto, jedenfalls in diesem Zusammenhang. Aber dennoch, irgendwie ist das nicht alles. Er ist übrigens der Einzige, der seinen Bommel vorne trägt, merke ich gerade. Irgendwas wollte ich doch gerade noch machen. Ah ja, stimmt, ich wollte den Schatz suchen. Und die Typen da oben vertreiben. Geht weg! Aber, oh, ist nicht wahr, oder? Kommt! Wir haben neue Dingens, okay. Goku, der Boss von Clan Borzoi, ist offenbar entkommen. Ein auf seine Beschreibung passender Mann wurde auf einem Luftschiff in fernen Länder gesehen. Oh oh, fremdes Schiff. Jemand berichtet, ein großes ausländisches Schiff vor einer Ostküste gesehen zu haben, auf dem Bug soll Rotschwingen geschrieben gewesen sein. Man sagt, dass das Schiff Rotschwingen einer ausländischen Verbrecherbande gehört. Sie sollten besser in die Hände von Ivalice lassen. Sie sollten ihre Hände von Ivalice lassen. Wilderei. Die Jagd auf gefährdete Tiere durch einen Clan wird zu einem ernsten Problem. Mit dem Rückgang der Dragoons sind die Besten der Steinbestien und Kudik-Tigern gefallen und selbst der Rabbit... gemeinhin als Glückshase bekannt ist, gefährdet.
Oh oh. Nicht gut. Auf jeden Fall wollte ich hier nachgucken, wir können irgendeine Mission dazu machen, weil wir den Bombenpanzer haben. Und wir haben gerade, glaube ich, jede Menge Missionen freigeschaltet, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Nein, okay, ich wollte schon sagen, das ist auch wieder irgendwo was Neues. Auch nicht. Nö, natürlich sind diese Missionen jetzt scheinbar verschwunden, mit denen wir die oder haben wir die schon gemacht neulich und ich habe es einfach nur vergessen. Ihr seht auf jeden Fall hier, sind gerade jede Menge neue Missionen aufgetaucht, wegen des Clans, Borzoi und so weiter. Wir haben eine Menge zu tun. Trotzdem möchte ich jetzt noch meinen gottverdammten Schatz haben. Verschwindet mal da. Drei Einheiten, man kann es ja auch übertreiben. Kann man irgendwie nachgucken, wie lange wir noch da sind? Noch einen Tag. So, tschüss. So, geh bitte nach unten. Oh, das ist so nervig manchmal an diesem Spiel. Geh bitte, dankeschön. Das war jetzt überhaupt kein Umweg. Jacques Dorsa, ich möchte jetzt meinen Schatz erwerben. Und wehe, da taucht wieder irgendjemand direkt vor meiner Nase auf. Dankeschön, wurde mal Zeit. Oh ja, ah, Spiel, Schatzjagd. Welcher Schatz könnte hier verborgen liegen? Suche. Zauberhut gefunden. Ja, nice. Gut, Leute. Dann, ich wollte die Mission eigentlich noch anfangen, aber da die mich jetzt so aufgehalten haben. Wir haben ultra viele Missionen zur Auswahl. Das nimmt ja gar kein Ende mehr. Wahnsinn. Die machen wir aber beim nächsten Mal dann. Also die Jerov-Wüste. Ich werde jetzt mal aufscreen wieder mal um meine netten Gebiete retten und dann wieder hier hinrennen. Gut, das war erstmal Final Fantasy Tactics Advance für heute. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.